Hermanns Mission in Afrika ist also, einen Superpanzer zu entwickeln. Die Ratte. Seine Zerstörungskraft ist kaum vorstellbar, sollte er jemals eingesetzt werden. Aber das Kriegsblatt wendet sich. Die Alliierten haben Tobruk zurückerobert und Walens Versorgungslinien ausgedünnt. Er wird die Ratte fertigstellen wollen, um es sich mit Hitler nicht zu verscherzen. Dank Walens Verzweiflung und der Informationen des Geheimdienstes wissen wir, wo die Ratte gebaut wird. Dies ist der letzte Zwischenstopp. Mit Hilfe des Kampfverbandes werde ich den Flugplatz lahmlegen und die Nachschubversorgung unterbinden. Ich komme aus Richtung Westen und richte mich nahe des Südtors ein. Wenn der Kampfverband seinen Angriff startet, leiste ich Feuerschutz. Wenn sie auftauchen, wird es kein Halten mehr geben. Darum wäre es klug, den Funkturm außer Gefecht zu setzen, damit sie keine Verstärkung rufen können. Wie auch immer, es wird ziemlich hoch hergehen. Und damit befinden wir uns auch schon in der vorletzten Mission, wie ich gerade mal aus Neugier rausgefunden habe. Ich dachte mir, wie viele Missionen können das denn sein? Wir haben doch einige schon gespielt und naja, es ist ja nicht mehr wie früher, wo man ungefähr 350 Stunden Spielzeit hat. Ist es auch nicht, wir sind in der vorletzten Mission Flugplatz Pont du Far. Ich hoffe, ich habe das halbwegs vernünftig ausgesprochen. Ja, wir stürzen uns einfach rein. Das ist die erste Mission, die ich tatsächlich noch nicht gespielt hatte. Und dann werden wir mal sehen, wie ich da drin versage. Noch schlimmer als bei Missionen, die ich schon gespielt habe, kann es eigentlich gar nicht sein. Nein, nein, nein. Auf geht's. So, ich muss mal gerade den Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Das weißt du schon das Neueste Na. Über den Wüstengeist? So. So, da sind jetzt einige. Warum sind da so viele? Da ist auch noch eine Fackel. Also, das ist nicht gut. Zack. Die Velrod. Die macht da meist immer ganz gute Arbeit. Da ist einer. So, erschossen. Ich hoffe, der wird jetzt aber nicht bemerkt. Ziel ist dort hinten. Oh, da ist ja noch einer. Oh je. Ich bin manchmal doch so, dass ich irgendwie gar nicht auf meine Umgebung achte, habe ich den Eindruck. So, da ist noch einer. Was? Wo ist denn der andere, der aufmerksam geworden ist? Da oben? Verdammt. Ich dachte, das hätte gut geklappt. Ich sehe ihn nicht. Hallo? Hallo? Ah, da. Okay. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade meine Maus so heftig hin und her bewegt. Ach, da ist die Leiche. Okay, alles klar. Verstehe. Ich wusste im ersten Moment, was ist denn hier heute los? Meine Reaktion ist, glaube ich, irgendwie tierisch schlecht. Komm her. Oh, shit, 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 shit. So muss es gehen. Okay. So. Irgendwie ist mir die Maus heute zu schnell. Ich werde, glaube ich, auch immer älter. Das ist dann, glaube ich, so, dass man ab und zu einfach so nicht mehr kann und... ich sollte vielleicht meinen Shooter-Führerschein einfach abgeben. Hallo? Niemand da? Nein, nein. So, da um die Ecke scheint noch jemand zu sein. Aber da müssen wir gar nicht hin, ne? Eigentlich. Streng genommen. Müssen wir da gar nicht hin. Ich gehe da trotzdem hin. Wie ihr gerade seht. Da komme ich nicht durch die Lücke. Okay. Der scheint hier drin zu sein.
Ich sehe nur nicht wo. Da. So. Da hinten ist noch eine Wache und ich glaube, vor der Tür steht noch eine. So, ganz ruhig. Zack. Allerdings verbrauche ich so natürlich mal wieder unsere ganze Velrod-Munition. Oh, ich nehme es zurück, ist gar nicht so schlimm. Gehe ich jetzt hier innen lang und versuche das oder nicht? Ab und zu gibt es Geräusche. Das ist schon mal ganz gut zum Überdecken unserer Schüsse. Oh. Das war aber knapp. Eieiei. Das hätte übel ausgehen können. So, da hinten ist nochmal eine Munitionskiste. Das können wir uns schon mal merken für später. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Sternchen. Ah, okay, Leichnam gefunden. Irgendwo hinter uns. Da stehen sich zwei gegenüber, aber ich glaube auf unterschiedlichen Seiten des Regals. Hier looten. Und jawohl, das war's. Was war das? Na komm, lauf doch um die Ecke. So. Ganz ruhig, nicht zu schnell schießen oder so. Sonst schieße ich immer nur um. Ganz oft. Und treffe nicht. So, dann haben wir die nächste Wache, die uns im Weg ist. Was macht er da genau? Komm, mir das mal erklären. Jetzt haben wir es! Ach shit, nein, nein, nein. Warum findet der uns denn jetzt hier? Beziehungsweise, warum macht er denn gleich Alarm? Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich glaube, wir haben richtig verkackt. Wir haben diesmal richtig verkackt. Welche Waffe habe ich genannt? Da waren wir schon mal. Also. Ich weiß. Hallo. Was tun, was tun, was tun? Eieiei, das war echt nicht gut. Aber der hatte sich da in der Ecke so festgebackt. Ich dachte echt, ich muss das jetzt so machen. Es geht wieder gut los. So, sie suchen noch. Jetzt sind wir wieder 200 Meter entfernt natürlich zu unserem Ziel. Ach Mann. Okay, noch sind sie aber aufgedreht. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Es ist immer noch rot. Jetzt können wir so langsam wieder raus, glaube ich.
Ich bewege mich jetzt einfach mal rechts rum. Nicht, weil ich Angst habe, da hinten hinzugehen. Nein, nein. So, da stehen zwei am Lagerfeuer natürlich. Das ist jetzt halbwegs okay und da werden wir nicht so schnell gefunden. Was haben wir hier? Nur Kisten. Eine Schaufel.